Gut, also dann, wie wir gerade eben besprochen haben, vielleicht fange ich mal an mit einer Frage. Anschließend gibt es hier jede Menge Nachwuchsreporter, die euch beide mit Fragen löchern werden, vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, wie es vielleicht sonst normalerweise die Kollegen von der Heidenheimer Zeitung oder von Sky oder Sport1 oder wer sonst an Spieltagen ihr es tun. Vielleicht mal zum heutigen Tag, Julius. Ihr habt heute zweimal Training. Das erste Training fand schon statt. Jetzt ist Mittagspause. Ihr nehmt euch extra die Zeit für die Jungs und Mädchen hier in der Mittagspause, für diese Kinderpressekonferenz. Schilder uns doch mal einfach, wie so ein Tag mit zweimal Training, Mittagspause, vielleicht noch Behandlung danach aussieht, von morgens bis abends. Ja, ich begrüße alle fleißigen Reporter hier. Ich habe schon einige Gesichter wiedererkannt. Früh ist natürlich aufstehen, zeitiges Aufstehen, dann mit Frühstücken, dann fahren wir zum Training. Heute früh waren wir im Kraftraum, haben quasi ein bisschen für Beine und Oberkörper Kraft gemacht. Dann war ich jetzt kurz zu Hause, habe was zum Mittag gegessen. Habt ihr hoffentlich auch alle gemacht. Und ja, dann stellen wir uns jetzt euren Fragen, freuen uns darauf. Dann haben wir nochmal Training und nach dem Training eventuell nochmal einen kurzen Saunagang und dann fahren wir wieder nach Hause. So, sieht der Tag bei Julius Reinhardt aus. Wie sieht es bei dir aus, Robert? Gibt es da große Unterschiede oder ist es ähnlich? Ist größtenteils schon ähnlich, aber der eine oder andere hat halt vielleicht noch eine Behandlung zwischendrin vor den Einheiten oder zwischen den Einheiten. Aber von Frühstück über Mittagessen tut sich da nicht viel bei uns allen. Und ja, der eine oder andere geht in die Sauna, der andere legt sich in die Badewanne oder ins Kältebecken. Und manch einer geht nochmal in den Kraftraum, aber sonst unterscheidet sich der Ablauf nicht besonders. Gut, also das war jetzt mal so das Warm-up von unserer Seite. Jetzt seid ihr gefragt, wer möchte den Anfang machen? Erste Frage. Und sagt am besten gleich immer auch an beide oder an einen mit dazu. Bitteschön. Ist es anstrengend, 90 Minuten zu spielen? An beide, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt dann am Tag danach schon, wie lange man gespielt hat. Dann tun ein bisschen die Beine weh. Oder man ist halt kaputt, hat vielleicht ein bisschen was abbekommen im Spiel. Von daher hat man dann vielleicht schon ein paar Schmerzen, aber man regeneriert dann und dann wird es wieder besser. Wenn du lange Fußball spielst, ist es ja bestimmt auch ähnlich, oder? Ja. Tut dir auch ab und zu mal was weh? Auch, ne? So ist es bei uns auch. Wo spielst du Fußball? FCH. Ja, stimmt. Hätte ich mir denken können an deine Ärger. Hast recht. Robert? Ja, also während dem Spiel tut schon die letzten Minuten besonders weh, weil ab der 75. kommt dann vielleicht schon mal der erste Krampf. Aber ich denke, vor allem wenn man jetzt gewonnen hat, wie wir am Wochenende, dann merkt man das Spiel nach den 90 Minuten nicht mehr, weil man einfach glücklich ist, dass man gewonnen hat. Und dann kann man mal ein paar Schmerzen ertragen, wenn man dann am Ende als Sieger vom Platz geht. Bitte schön. Wo hat Ihre Karriere begonnen? Dann fange ich jetzt mal an. Also ich komme gebürtig aus der Nähe von Aachen. Ich weiß nicht, ob ihr Aachen kennt. Also in der Nähe von Köln und da habe ich halt bei meinem kleinen Dorfverein angefangen mit 4 Jahren und habe Station Aachen und Schalke bin ich jetzt in Heidenheim gelandet und bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, Aachen kennt ihr auch Chemnitz? Ja. Ja, also ich komme aus Chemnitz und dann bin ich nach Braunschweig gewechselt, war dann auch in Offenbach und auch jetzt hier in Heidenheim. Und ja, genau, so war es bei mir. Weil ihr alle so ja geschrien habt, wo ist denn Chemnitz? Hast du schon mal gehört? Das ist ja schon mal ganz gut. Du weißt es oder willst du eine Frage stellen? Ja, genau, das ist richtig. Das kannst du auch verraten, wo Chemnitz liegt, wenn schon keiner weiß. Danke. Chemnitz ist in Sachsen, vielleicht kennt ihr eher Dresden oder Leipzig, so, das ist in der Nähe. Ja, okay, super. So, wer hat die nächste Frage? An die beiden oder an einen von beiden? Bitteschön. Haben Sie schon mal ein Tor geschossen? Also da hatte ich jetzt bisher Glück. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Mir ist es noch nicht passiert. Haben Sie schon mal
Auch in der Jugend noch nie? Oder? Also nicht, dass ich mich erinnern könnte, also eigentlich nicht. Bleibi, hast du schon vielleicht? Also im Pflichtspiel zum Glück noch nicht, aber letzte Woche im Training war es dann auch mal so weit. Aber im Training kann man es noch verschmerzen, auch wenn es auch wehtut, vor allem für die eigene Mannschaft, aber im Spiel bin ich davon zum Glück auch noch verschont geblieben. Bitteschön. Welche Teamkollegen magst du am liebsten? Oh. Das fange ich mal an. Also den Julius mag ich zum Beispiel nicht. Aber naja, also man kommt eigentlich schon mit allen gut klar. Und dadurch, dass man jetzt zum Beispiel erst aus Chemnitz nach hier gekommen, ich komme aus Aachen, kennt man natürlich nicht so viele Leute hier und dann ist man froh, wenn man Leute aus der Mannschaft hat, mit denen man außerhalb des Platzes was machen kann. Und so hat man auch Kontakt zu allen anderen Mitspielern. Und man sieht halt jeden Tag, so wie ihr jetzt, mit euren Freunden in der Schule. Und manche versteht man sich natürlich besser, manche mag man nicht so, aber im Endeffekt kommt jeder mit jedem klar. Bitte schön. Waren Sie gut in der Schule? Oh, was ist das? Ja, also ich hoffe, ihr seid alle gut. Also es ist schon wichtig, dass man auch gut in der Schule ist. Und ich würde sagen, ich war ganz ordentlich. Ich wollte immer mehr Fußball spielen als lernen, aber ich habe das immer ganz gut hinbekommen und habe dann noch Abitur gemacht. Von daher kann ich euch nur empfehlen, fleißig zu sein in der Schule und viel zu lernen. Es lohnt sich. Aber ich glaube, hier sitzen sowieso nur gute Schüler, oder? Frau Wallis. Bitte schön, hier vorne. Wo spielen Sie besser, auswärts oder daheim? Ja, zu Hause spielen ist natürlich am schönsten, weil du weißt, alle Fans sind auf deiner Seite und peitschen dich 90 Minuten an. Aber andererseits ist es auch auswärts schön zu spielen, weil du halt neue Stadien siehst. Und für mich persönlich ist halt Ansporn und Anreiz, auch mal ausgepfiffen zu werden. Deswegen gibt es Stadien, wo du gerne hinfährst, zum Beispiel jetzt nach Kaiserslautern, wo ein Riesenstadion ist, eine Riesenkulisse. Und andererseits freue ich mich natürlich auf jedes Heimspiel, weil du weißt, die 15.000, die dann jetzt hoffe ich jede Woche kommen, stehen hinter dir und peitschen dich zum Sieg. Du warst noch nicht, bitteschön. Wie viele Paar Schuhe habt ihr? Oh. Gerade aktuell ist es ganz schlimm, aber also es kommen fast jede Woche bei einem anderen Spieler immer neue Schuhe. Also es kann schon sein, weiß nicht, Leipzig hat eigentlich immer seine selben an und die sind auch immer dreckig, da könnt ihr auch mal putzen. Aber ansonsten denke ich so 10 Paar Schuhe hat schon bestimmt fast jeder. Oder Leipzig? Ja, 10 Paar kommt hin. Also ich habe jetzt ein paar weniger, weil ich bin ein bisschen abergläubig und wie der Jude schon gesagt hat, ich putze meine Schuhe nicht, weil ich das, seitdem ich das mache, eigentlich immer Erfolg hatte und deswegen putze ich die zweimal im Jahr, das muss dann auch reichen. Solange es hier keine Strafe kostet, werde ich das auch weiter so machen, aber 4-5 Paar hat auf jeden Fall jeder Spieler mindestens, die man auch auf jeden Fall braucht. Bitteschön, im Aufstiegsshirt. Was machen Sie, wenn Sie während dem Spiel aufs Klo müssen? Also das passiert eigentlich so akut nicht, weil man schon immer unter Anspannung ist oder wie auch immer das schon davor erledigen sollte. Also das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass das passiert ist. Vielleicht im Sommer mal, manchen Spielern ist es schon mal schlecht geworden, dass sie sich übergeben mussten, wenn es im Sommer mal richtig warm war, aber dass jemand aufs Klo musste, habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Ja? Was essen Sie vom Fußballspielen? Also wir bekommen bei Auswärtsspielen, wir bekommen ja sowieso immer Verpflegung im Hotel, wenn wir auch Auswärtsspiel sind, gibt es immer vor jedem Spiel Nudeln und nach dem Spiel nochmal Nudeln. Und ja, das ist halt das Hauptnahrungsmittel vor allem vor Spielen, weil Nudeln lassen sich leicht verdauen und die beinhalten halt viele Kohlenhydrate und die sind halt besonders wichtig, weil dadurch wird man ausdauernd und die geben einen Kraft für das Spiel. Ja. Bitte schön. Gibt es auch Tage, wo Sie keine Lust haben zum Trainieren? Ich denke, wir sind ja jetzt absolut unter uns. Da kann man das schon mal sagen, dass das mal vorkommen kann, aber eigentlich nicht. Also es macht uns ja Spaß und wir freuen uns immer zum Training zu kommen, aber so geht es dir ja vielleicht auch. Dann gibt es mal einen Tag, da bist du nicht so gut drauf oder wie auch immer und dann hast du keine Lust auf Schule oder auf deinen Sport oder auf deine Eltern oder auf deine Freundin. Hast du schon eine Freundin? Ne? Siehst du? Aber eigentlich hat man schon immer Lust, aber trotzdem kann es schon mal vorkommen, dass es mal einen Tag gibt, an dem es einem nicht ganz so gut geht und wo es schwerer fällt. Ja. Üben Sie mit dem Tischkicker? Also ich persönlich spiele jetzt keinen Kicker, also ich übe mir auf der Playstation.
Aber es gibt bestimmt Leute, die auch mal Kicker spielen. Also wenn ich jetzt einen Kicker irgendwo rumstehen sehe, bin ich auch nicht abgeneigt, mal mit ein, zwei Freunden da zu spielen. Ein paar aus der Mannschaft. Aber persönlich spiele ich jetzt nur Kicker, wenn jetzt mal einer vor mir steht. Und Leipzig ist an der Playstation richtig gut. Könnt ihr mal gegen den spielen. Und nimmt immer welche Mannschaft in der Regel? FCH? Unter anderem. Ja, hier, bitteschön. Wir haben im Fußball, im Urlaub Fußball. Zu Anfang oder soll ich? Ja, also jetzt nicht unbedingt aktiv. Also eigentlich bin ich im Urlaub dann recht froh, wenn man mal ein bisschen was anderes machen kann und abschalten kann und mal die Sonne fliegt oder solche Sachen machen kann. Und ja, wenn in der Freizeit da man sich mit Freunden trifft, spielt man schon mal, aber jetzt nicht großartig. Jo, dein Vordermann, bitteschön. Haben Sie ein Vorbild? Ja, ich denke, ein Vorbild hat jeder. Das ist meistens auch positionsgetreu. Also bei mir ist zum Beispiel Arjen Robben und Thomas Müller, mit denen ich mich gerne, ja, nicht vergleiche, aber zu denen ich gerne hochschaue. Und ich denke, jeder hat irgendwo sein Vorbild, wie er auch gerne sein möchte. Aber man muss halt aufpassen, darf sich jetzt nicht darauf fokussieren, nur so zu sein wie dein Vorbild, sondern deine eigenen Stärken halt auch nie vergessen und die versuchen einzubringen. Jetzt endlich mal die letzte Reihe, gleich mit zwei Mann. Nee, zwei Frauen und zwei Männer. Also fangen wir von ganz links an und gehen wir einmal komplett durch. Bitteschön. Was macht denn eure Freizeit? Ja, wie gesagt, ich spiele halt immer viel Playstation und ansonsten gehen wir halt öfters was essen mit der Mannschaft, wir gehen ins Kino oder ja, so viel Freizeit haben wir dann auch nicht, dass wir jetzt, ich wäre auch gerne nochmal in der Schule wie ihr, dann hat man mehr Freizeit. War das dein Ernst, Leibi? Das ist auch nochmal in die Schule. Ja, warum nicht? Würdest du sagen, du willst nicht nochmal zurückgehen? Doch, war eine super Zeit, also. Zu Hause-Schule. Zu Hause-Schule? Nein, zur Rauchhochschule. Die heißt Rauchhochschule, heißt hier so. Ach so. Alles klar. Da sollen wir nochmal hinkommen, oder wie? Ja. Wir überlegen es uns. Also, welche Klasse ist das? 4a und 4b. Weil er ist in der 4b und ich bin in der 4a. Ach so, also müssen wir auch jeder in eine andere Klasse gehen. Okay, ich merke schon, die Fachbegriffe, die sind mir abhanden gekommen. Ich muss doch mal wieder in die Schule gehen. Also, die letzte Reihe. Weiter geht's. Einfach loslegen. Also, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr hier. Bin halt letzte Saison von Schalke nach hier gewechselt und bin nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch hier. Ich spiele seit 2 Jahren hier. Ja. Haben Sie Geschwister? Also ich habe eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester, die ist, kurz überlegen, 17 und mein Bruder ist 16. Ich habe 4 Geschwister, meine kleinste Schwester ist 4, meine 2 Brüder sind 11 und 13 und die älteste Schwester ist 20. Der Sitznachbar von Pauli, bitteschön. Was sagt man nach einem Spiel in der Kabine? Ja, das kommt ganz drauf an, ob es gut oder schlecht gelaufen ist. Also, kann schon sehr kritisch sein, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Genauso lobt er uns natürlich, wenn es richtig gut gelaufen ist. Also, es ist abhängig meistens vom Ergebnis und je nachdem, wie gut oder schlecht wir gespielt haben. Ja, hier vorne. Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen, Fußball zu spielen? Also, ich habe mit 4 Jahren angefangen. Das war 1997, das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, beim Flug ist es sogar noch ein bisschen länger her. Nee, eigentlich kommt es fast hin, weil ich habe doch mir noch ein bisschen, ein Jahr oder 2 Jahre länger Zeit gelassen. Also ich habe erst mit 6 angefangen, von daher war es quasi 94. Eieiei, ist das lange her. Ja, bitteschön. War Fußball schon immer Ihr Traumberuf? Also ich habe nie von was anderem geträumt. Also das hat dann schon, ja, mit 4 ist vielleicht ein bisschen früh, aber angefangen mit der Schule, wo man dann jede Pause Fußball gespielt hat, jeden Nachmittag sich mit seinen Freunden am Sportplatz verabredet hat. Und mein Ziel war es immer, mein Traum, Fußballer zu werden. Ist bei mir eigentlich ähnlich. Also man hat halt angefangen Fußball zu spielen, man wollte immer besser werden und hat immer weiter gespielt. Und
ja, irgendwann hat man das Ziel dann so sehr verfolgt, dass man nichts anderes mehr wollte. Und ich glaube, ich wüsste jetzt noch nicht, was ich wirklich machen will. Du mit dem Handy warst, glaube ich, nicht dran, oder? Dann, bitteschön. Was machen Sie, wenn man gegen eine stärkere Mannschaft antreten? Dann geht man schon vorher auf, oder? Nee, oder? Nein. Seht ihr, also von daher, wir spielen auch manchmal vielleicht gegen bessere Mannschaften, aber wenn man immer als Team zusammenspielt und jeder für den anderen alles gibt, hat man immer eine Chance zu gewinnen und von daher glaubt man auch von vornherein an die Chance, dass man an dem Tag gewinnen kann, auch wenn die andere Mannschaft vielleicht ein bisschen besser ist. Ja? Wann haben Sie Urlaub? Also wir haben jetzt noch knapp 4 Wochen. Am 24. Mai ist unser letztes Spiel hier zu Hause gegen Aue und danach haben wir ja, 3,5 Wochen Urlaub. Ja, bitteschön. Ich war bei Schalke 2, aber habe oben mittrainiert, das heißt mit dem Draxler, mit dem Boateng verfangen. Durfte ich allen auch sprechen, sagen wir es mal so. Die haben mich vielleicht nicht so wahrgenommen, wie ich sie wahrgenommen habe, aber ich war mit anwesend. Ja, da außen. Von welchen ersten Bundesligisten sind Sie Fan? Ich bin Bayern-Fan, sagen wir es mal so, von der ersten Bundesliga, aber habe auch großen Respekt vor Dortmund. Also ich wusste gestern nicht wirklich, für wen ich sein soll. Ich mag beide Mannschaften und das letzte Spiel hat Bayern gewonnen, deswegen kann man jetzt auch mal Dortmund den Sieg gönnen, sage ich mal. Ich habe nicht wirklich eine Lieblingsmannschaft. Ich bin eigentlich immer für die Mannschaft, die gerade im Moment den besten Fußball spielt und das ist wahrscheinlich aktuell schon Bayern. Hast du eine Frage? Und dann hier vorne. Ja, du darfst. Macht es Spaß zu spielen? Ja, klar macht es Spaß, sonst würden wir es ja nicht machen. Dir macht es ja auch Spaß, deswegen spielst du auf, oder? Ja. Siehst du? Wenn es was nicht Spaß macht, dann macht man es ja nicht. Es sei denn Hausaufgaben, die muss man ab und zu mal machen. Also wie wenn man verliert und trotzdem. Ja, wenn man verliert, will man natürlich das nächste Mal wieder besser sein. Von daher macht es nach der Niederlage nicht so viel Spaß. Aber es werden auch wieder Zeiten kommen, da gewinnt man und da macht es natürlich umso mehr Spaß. Hier vorne im Trikot, und bevor du die Frage stellst, musst du uns mal verraten, wen du hinten drauf hast bei dir auf dem Rücken. Mich selber eigentlich. Oh, okay. Also, bitteschön. Was ist Ihre Lieblingsmusik? Ja, da variiere ich ein bisschen, also ich höre schon gern R&B und Hip-Hop, aber bin auch ein Freund zum Beispiel der Backstreet Boys, deswegen kann ich da auch mal ein bisschen sentimental werden. Ich mag eigentlich auch so Black oder R&B von früher noch, von daher sind wir uns da relativ ähnlich im Musikgeschmack. Nochmal letzte Reihe, ja. Wo wohnst du? Das weiß ich. Das ist aber eine ganz schön indiskrete Frage. Ich weiß nicht. Aber ich habe schon gehört, ihr wisst es manche, also könnt ihr euch ja dann mal unter euren Mitschülern umhören, vielleicht könnt ihr euch das sagen. Ja. Hätten Sie nicht angefangen Fußball zu spielen, was hätten Sie dann gemacht? Ja, das habe ich ja vorhin schon kurz versucht so ein bisschen zu beantworten, also ich kann es ja nicht genau sagen. Ich war schon immer so, dass ich viel Sport machen wollte, ich habe auch Leichtathletik, Schwimmen oder Tennis probiert, aber ich bin dann beim Fußball hängen geblieben, von daher wollte ich schon immer gerne Sport machen und Fußball hat mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich das bis jetzt machen konnte. Von daher weiß ich nicht so genau, was ich sonst gemacht hätte. Taipi? Ja, also das Wichtigste war halt immer die Schule. Deswegen, ich hätte vorher auch schon, ich habe vorher auch lange auf dem Dorf gespielt. Und meine Eltern haben mir damals dann, sag ich mal, verboten, nach Aachen zu gehen, weil sie erstmal wissen wollten, dass ich gut in der Schule versorgt bin. Und erst dann, als ich 16 war, haben sie mir einen Schritt erlaubt, wo sie gemerkt haben, okay, Der lernt trotzdem fleißig und deswegen wollte man natürlich immer Fußballer werden, aber das Wichtigste war halt immer das zweite Standbein und das ist halt mal die Schule. Und deswegen ist es für euch besonders wichtig, erstmal in der Schule fleißig lernen und eure Hobbys könnt ihr dann nach der Schule und nach den Hausaufgaben immer noch voll ausleben. Ja. Wie viel verdienen wir? Aktuell so viel, dass wir uns jeden Tag was zu essen kaufen können und eine Wohnung haben. Also ist schon ganz gut.
oder? Reicht? Ja, reicht. Reicht. Oder verdienst du mehr Leibi? Ja, dazu kann ich noch was zu trinken kaufen. Das geht auch noch. Ja, hier außen, bitte. Ne, jetzt mal die Hinterfrau, bitte schön. Ja. Haben Sie Angst vor dem Zahnarzt? Also ich persönlich habe keine Angst vor dem Zahnarzt, aber ich denke, Angst hat jeder irgendwo vor. Also ich habe ein bisschen Höhenangst, aber vom Zahnarzt selber habe ich jetzt keine Angst. Also ich hatte früher schon mal einen ganz schlimmen Zahnarzt, von daher war es mal kurz so, aber mittlerweile habe ich einen guten gefunden, von daher sind die Ängste verflogen. Ja, da hinten in grün. Haben Sie auch einen anderen Hörnung? Also ich nicht. Leif, wie wahrscheinlich schon, oder? Hast du einen anderen Beruf? Nee, leider nicht. Außer professioneller Playstation-Spieler. Ja, da hinten in der Mitte, dritte Reihe, ja. Wie fanden Sie die Klasse gegen Aalen? Wie haben Sie sich zu Hause gefühlt? Wie war das? Ja, wir wollten das Spiel natürlich gewinnen und es ist Aalen gegen Heidenheim, ja, ist ja ein Derby, von daher war das schon wichtig für uns, aber haben es ja dann leider verloren. Von daher fühlt man sich an den Tagen immer nicht so gut und man hätte natürlich gerne gewonnen und die Fans sind auch unzufrieden. Von daher gibt es schönere Tage, aber wir haben ja danach auch wieder Spiele gewonnen und Aalen sieht es gerade nicht so gut aus, von daher ist das immer nur eine kurzfristige Sache und jetzt fühlen wir uns ganz gut. Gutes Abstand, Aalen. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Letzte Reihe, ja. Wie war der Aufstieg für Sie von der dritten Bundesliga in die zweite Bundesliga? Ja, das sind natürlich super Ereignisse. Man hat dann ein ganzes Jahr viel gearbeitet und hatte viel Training. Man wollte jedes Spiel gewinnen und am Ende hat man das dann geschafft, das große Ziel erreicht. Von daher kann man sich auch mal richtig freuen, hat dann ein bisschen gefeiert und mit den ganzen Mannschaftskollegen was getrunken. Und ja, das war dann mal eine Woche ein großes Fest. Und dann ist das aber auch wieder vorbei und man muss wieder von vorne anfangen. Hättest du als lange gestreckt, jetzt bist du dran. Bitte schön. Hast du schon als Kind in der Position Mittelfeld gespielt? Also, ich glaube, früher war jeder mal Stürmer, weil jeder wollte unbedingt Tore schießen. Ich denke, euch nicht? Bei dir nicht so? Ich bin Torwart. Ja, okay. Das ist die andere Option. Torwart oder jeder wollte Tore schießen. Aber mit der Zeit hast du halt Trainer, die deine Stärken sehen und dann wirst du mal umfunktionieren zum Verteidiger, mal Mittelfeldspieler, mal Stürmer. Und dann spielt am Ende da, wo du am meisten gebraucht wirst. Ja. Wann läuft Ihr Vertrag ab und wie haben Sie ihn verlängert? Also mein Vertrag geht noch bis Sommer 2017 und das heißt, es sind noch 2 Jahre, deswegen ist da aktuell kein Anlass, den zu verlängern, weil er halt noch 2 Jahre läuft. Aber prinzipiell denke ich mal, dass da dann nächstes Jahr Gespräche geführt werden. Aber das werden wir halt sehen. Die Frage war, glaube ich, beide gestellt. Ja, meiner läuft noch 1 Jahr und ja, das kommt ja dann immer drauf an, wie der Verein das sieht, ob er mit dem Spieler verlängern möchte, ob der Spieler dann immer bleiben möchte. Von daher spielen da mehrere Faktoren eine Rolle und dann setzt man sich immer zusammen und redet ein bisschen darunter. Und wenn dann beide Seiten gleicher Meinung sind, verlängert man entweder den Vertrag oder in dem Fall dann nicht oder ist immer unterschiedlich. Hier vorne im Trikot, bitte. Wie ist es für Sie, wenn Sie lange verlieren oder unentschieden spielen und dann siegen? Ja, jeder Sieg ist halt eine Befreiung. Deswegen arbeitest du jede Woche im Training darauf hin, zu gewinnen. Und wenn du dann Woche für Woche enttäuscht wirst, ist das natürlich auch schwer für den Kopf, sage ich mal. Aber jeder Sieg ist dann halt eine Art Befreiung, wo du dann dein Glück wieder rauslassen kannst. Und das ist halt das, was du dir in der Woche oder in den Wochen, wo du nicht gewonnen hast, erarbeitet hast. Und das geht halt immer nur als Mannschaft. Ja. Welche Position würden Sie als zweites nehmen? Ich würde gerne mal ins Tor gehen, aber ich habe schnell gemerkt, dass das nicht zu meinen Qualitäten zählt. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt im Mittelfeld gelandet bin. Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht, aber wenn ich ein bisschen besser vorne wäre, würde ich auch mal im Sturm spielen wollen. Ja. Was für ein Logi hatten Sie früher im Sport? Schon eine 1, glaube ich. Ja. Auch so, wenn Schwimmen war, dann schon. Immer eine 1. Hinten rechts nochmal, ja, bitte. Spielen Sie ein Instrument?
ich hatte mal, wo ich klein war, hat mich meine Mutti mal ans Klavier gesetzt und an die Flöte hat sie das auch probiert, aber es hat nicht wirklich lange gehalten, von daher spiele ich kein Instrument. Ich spiele auch kein Instrument. Ich habe leider zwei linke Hände bekommen und so ein bisschen Gefühl in den Füßen. Auch nie hast du gespielt? Nee, zum Glück nie probiert. Das wollte ich keinem antun. Haben Sie keinen rechten Arm? Die sind nur falsch im Eingang. Ja, bitteschön. Was haben Sie für ein Auto? Ich habe einen braunen VW. Cool. Ich habe auch einen für VW. Ja. Überlegst du es nochmal kurz, nehmen wir den nächsten einfach dran. Jo, bitteschön. Finden Sie, Marc Schnatterer ist ein guter Kapitän oder wen finden Sie besser als Kapitän? Marc Schnatterer ist der beste Kapitän. Also ich würde ja den Julius als Kapitän vorschlagen, aber er sträubt sich leider immer, deswegen. Der Julius sitzt auch mit dem Mannschaftsrat drin, weil er schon ein älterer und erfahrener Spieler ist und schon länger hier ist. Und zum Kapitän gehört halt auch immer noch ein Co-Kapitän und sein Mannschaftsrat, die halt der verlängerte Arm vom Trainer sind. Und ich denke, das gesamte Zusammenspiel. Ein Kapitän ist natürlich dafür da, um die Mannschaft nochmal zu motivieren und auch mit dem Trainer zu reden, was man besser machen kann. Und ich denke schon, dass der Marc die Position gut ausübt. Aber Julius zum Beispiel gehört auch dazu. Jo, bitte. Wie viel Geld verdienen Sie? Die Frage hat man, glaube ich, schon. Und die wurde, glaube ich, auch schon gut beantwortet von beiden. Muss man mal bei dem Kollegen im roten Pulli nachher nachfragen. Der hat sich das bestimmte Bild auch geschrieben. Ja, hier außen. Ich? Ja. Wie fühlt man sich, wenn man ein Tor schießt? Also ich hatte das Gefühl ja zum Glück jetzt am letzten Wochenende wieder. Und also wenn man es selber im Fernsehen sieht, lacht man sich eigentlich schon selber kaputt, weil man weiß einfach nicht, was man macht. Man wird von so viel Freude überfahren, sage ich jetzt mal, dass man einfach Bewegungen macht und Gesichtsausdrücke zeigt, die man gar nicht von sich kennt. Und deswegen ist das so, als wenn ihr eine Klassenarbeit zurückbekommt und dann wie eine Eins da steht. Deswegen ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Ja. Wie viele Saisontore haben Sie? Ich habe jetzt 6 Tore. Ich habe leider noch keins geschossen. Ich glaube, deswegen, wie es der Leipi gerade gesagt hat, damit mir nicht so viele Gesichtsentgleisungen passieren. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, nochmal. Wie ist es, eine rote Karte zu kriegen? Ja, dieses Jahr hat ja, glaube ich, nur der Kevin eine bekommen. Da müssen wir den mal fragen. Aber an sich ist es natürlich ein relativ unangenehmes Gefühl, da man dann die nächsten Spiele nicht mitspielen kann. Und also ist es nicht so toll. Ich habe auch noch nie eine bekommen, deswegen. Aber ich habe gehört, die soll sehr stark leuchten. Und deswegen, die will sie, glaube ich, nicht sehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal langsam die Abschlussrunde, damit wir nachher noch genug Zeit haben für Autogramme, für Fotos. Also alle Hände hoch, die noch eine Frage haben. Dann gehen wir die einmal durch. Bitteschön. Wie viele Kinder möchten Sie einmal haben? 2 sollen es auf jeden Fall werden bei mir, aber das kann man sich leider oft nicht aussuchen, aber ich bin froh über jedes gesunde Kind und alles weiter wird man sehen. Ja, meine Freundin hat schon gesagt, sie möchte auf jeden Fall irgendwann mal ein Mädchen auch noch haben, von daher sehen wir mal zu, ob es dann 1, 2 oder 10 werden, das kann ich dann später beantworten. Ja. Was für ein Handy haben Sie? Ich habe ein iPhone. Ich auch. Ihr habt jetzt schon ein iPhone, das gibt's doch nicht. Nee, Samsung Galaxy S2, das reicht. Das reicht, okay. Also ich hatte. Zumindest zum Spiel. Ich hatte damals ein Gameboy, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, ich habe noch einen zu Hause. Ich auch. Aber nicht nur einen, oder? Naja, 2 alte von meiner Mutter und einen moderneren. Und ein DS. Jo, bitte. Haben Sie schon mal eine Schwalbe gemacht und es gab Freundes für Sie? Also ich weiß nicht, eigentlich glaube ich, mache ich das nicht so gern, aber ich habe früher auf dem Bett, habe ich ein paar Mal gegen das Bett getreten und habe dann so getan, als würde ich hinfallen. Hast du das auch schon mal probiert? Ja. Ja, also kann man schon mal machen zu Hause, so aus Spaß, aber im Spiel macht man es eigentlich nicht. Ja? Welche Firma ist Ihre Lieblingsschokoladenfirma?
Was hast du denn zur Auswahl? Welche gibt's denn so? Milka, Lind. Milka. Ja, dann nehme ich mal, mache ich mal Werbung für Rittersport. Also ich bin eher der Ferrero-Typ, deswegen stehe ich dann zu Ferrero. Ja, und wenn ich das sehe, ist das die, nee, nicht ganz. Okay, dann sind das jetzt die letzten, definitiv die letzten vier Fragen. Also hinten bei Paul, fangen wir nochmal an. Waren Sie schon mal wegen einem Fall im Krankenhaus? Also bei mir ja, ich war damals, glaube ich, 15 Jahre alt und dann hat mich, sage ich mal, ein Gegenspieler so getreten, dass ich ins Krankenhaus musste und dann hatte ich mir ein Schienbein und einen Fuß gebrochen und das tat schon weh, damals. Ja, ich denke, im Krankenhaus war deswegen schon jeder mal von uns. Ich habe mir damals den Knöchel gebrochen durch einen Foul von Gegenspieler und mit einem Band in der Schulter gerissen, aber das sind halt Situationen, die passieren, das war keine Absicht und solange es keine Absicht ist, sind das halt Situationen, die immer im Fußball passieren können, leider. Ja, in der Mitte. Bitte. Was ist, wenn Sie auf einmal wieder in die dritte Liga absteigen? Ja, das wollen wir mal nicht hoffen, dass das passiert, oder? Dieses Jahr sieht es ja ganz gut aus. Also werden wir uns auch alles dafür investieren, dass es so bleibt. Nee, erste Liga. Ach, erste Liga schon? Ja, das ist besser. Ja, okay, wir machen mal langsam. Wir versuchen es, aber wir sind ganz zufrieden, wenn wir erstmal in der zweiten Liga spielen können. Bei einem 6-0 rausschlagen. Ihr habt ja ganz schön hohe Ansprüche. Habe ich bei PS3 gemacht. Ich auch. Ich spiele lieber PS4, ist besser. Ja, bitte. Was ist Ihr Lieblingssponsor? Oh, Lieblingssponsor. Ich glaube, wir haben so viele gute Sponsoren. Da jetzt einen Lieblingssponsor rauszusuchen, dürfte schwerfallen. Ne? Die sind alle klasse. Aber wie viele Sponsoren wir haben, sieht man ja hinten. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Insgesamt haben wir, glaube ich, 300 Sponsoren mittlerweile. So viel? Ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 22. Ich schon 27. Ja, das Gelächter groß, klasse. Okay, und jetzt die letzte Frage von dem Kollegen, der die meisten Fragen heute gestellt hat, glaube ich. Bitte schön. Ja. Willst du mal Reporter werden? Ja, sehr gerne. Okay. Das merkt man. Wenn ich Ihnen auch die Hände schütteln darf, ja. Auf jeden Fall. Also, letzte Frage. Raus damit, bitteschön. Gut, dann springt der Kollege ein, ja? Welcher Platz sind Sie gerade in der zweiten Bundesliga? Ach, da, ja. Ah, jetzt brauchen wir nochmal eine richtig gute Frage zum Schluss. Wer hat eine richtig gute? Wer meint, der hat eine richtig gute Frage, die noch keiner gestellt hat? Dann muss ich überlegen. Okay, dann jetzt war jetzt, aber jetzt definitiv die jetzt, bitte. Wissen Sie auswendig, wie alt die Teamkollegen sind? Also ungefähr schon, nicht genau aufs Jahr bezogen, aber eigentlich weiß man schon, wie alt sie sind, ja. Und ganz in der allerletzten Reihe die allerletzte Frage, bitte. Haben Sie schon mal Schiedsrichter gesehen, der sich verletzt hat? Diese Saison war es mal so, da war ein Schiedsrichter nach dem Spiel bei uns auf der Massagebank. Aber was er genau gehabt hat, habe ich jetzt nicht gefragt. Vorm Spiel hätte es vielleicht mehr geholfen, dass er vielleicht ein bisschen mehr für uns gepfiffen hätte, aber einen Schiedsrichter, der sich jetzt direkt verletzt hat, habe ich noch nicht gesehen. Gut, dann sind, denke ich mal, so die meisten Fragen beantwortet. Ja. Und jetzt machen wir weiter mit fleißig Autogramm schreiben. Bitte.